Ziegen rissen, Messer suchen, Turm erobern. Wir machen hier allerhand Abenteuer mit hier bei Blacktail Requiem. Ich sag daher herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Alles Furchtbar Kommentiert mit mir und Daniel. Wir stehen hier auf dem Weg zum Heiligtum. Dummerweise das nächste Heiligtum hier vor uns. Dieser Koffer lässt sich leider nicht öffnen, denn da fehlt uns ein kleines Messerchen. Wir gucken mal, ob wir auf dem Weg zum Heiligtum noch irgendwo eins sehen. Ich sehe hier jedenfalls erstmal keins. Aber vielleicht liegt hier noch irgendwo eins rum. Oftmals ist es so, das hat uns die Vergangenheit bewiesen, dass manchmal noch irgendwo eins rumliegt, das wir dann eben genau für diese Stelle verwenden können. Komm, hoch mit dir. Na, wenn das mal nicht prädestiniert ist. Achso, das war jetzt einfach nur Craft-Material. Mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo ein... Nee, das sieht auch nicht so aus. Oh, hier hat man einen schönen Blick auf den Strand. Hier geht's runter. Gut, gut. Da kommen wir nichts mehr zurück. Das heißt, die Plünderkiste ist erstmal verloren. Die bleiben erstmal hier. Wir bringen sie nach der Zeremonie hoch. Vorsicht, die Vulkane unter sich. Wie kommen wir durchs Tor? Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns, oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow. Dann los. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja, das ist es. Wo sollen wir denn hin? Versuch das. Hat geklappt. Sehr gut. Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. Jetzt erstmal da hoch. Willst du wissen, was da oben ist? Da ist nichts. Alles sauber. Da wäre noch eine Kiste. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Was ist das für Rauch? Los, es funktioniert. Verdammte Uniform. Du kennst den Grafen ja. Er mag's eben förmlich. Naja, nächstes Mal bitten wir bei den Ruinen Wachen zu halten. Gewusst. Dort dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Fangen wir das Licht an. Sucht alles ab! Wir haben Gesellschaft! Wir machen das hier. Los, es funktioniert. Viel zu einfach. Nanu? So habe ich das nicht gedacht. Aber Sekunde, vielleicht komme ich ja zu der Kiste da jetzt gerade mal hin. Sucht alles ab! Wir haben Gesellschaft! Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Amicia wurde entdeckt. Super. Habe ich nur eine bestimmte Anzahl an? Hä? Oder darf ich denselben einfach nicht mehrfach verarschen? Echt heiß, was? Verdammte Uniform. Du kennst den Grafen ja. Er mag's eben förmlich. Naja, nächstes Mal bitten wir, bei den Ruinen Wache zu halten. Dort ist es schattiger und ich könnte endlich mal die Prozession sehen. Es ist schon klar, dass ich an die Kiste noch ran muss. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Hä? Rauch? Wo
Wo kommt der her? So einfach. Da ist die Tür. Schnell jetzt. Uiuiui, das war aber wirklich auf den letzten Drücker, glaube ich. Das Prisma ist magisch. Ja, aber wir sind noch nicht da. Dürften wir nicht genug Material haben? Mal sehen, was sich machen lässt. Ja. Das ist auch ein bisschen ein komisches Gefühl, dass man hier irgendwie so alle 5 Meter so eine Werkbank hat. Aber eigentlich nur so bei jeder 4. oder 5. Werkbank auch genug Material hat. Ja, da wollen wir jetzt durch. Hier lang, schätze ich. Oh, ziemlich hoch. Oh, wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Wenn Hugo da jetzt runterfallen würde. Ah, nein! Oh. Ach du Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Alles gut. Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Ja, gehen wir weiter. Wir sind da. Geschafft. Geht es dir gut, Hugo? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Das ist bloß mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Sicherheitskontrolle erfolgreich umgangen. Und da, nee, da ist aber sowieso nichts, ne? Was haben die hier? Oh, all diese Blumen, die müssen für ihre Zeremonie sein. Mal gucken, hier können wir wieder Wachen ablenken. Das wird auch sicherlich gleich wieder notwendig sein. Wenn das jetzt schon geht. Soldaten, in Deckung, schnell! Moment mal, Moment mal, wir sind noch vor der Kiste! Lass mich da die Kiste noch plündern. Nach dem Entdeckung. Schwere Rüstung. Oh, Anno hat sie ganz schön auf Trab gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Waren da noch mehr von Annos Leuten? Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht. Scheißkerle, vermiesen die wichtigste Zeit des Jahres. Werden sie nicht. Dafür sorgen wir. Wie man wohl an die Kiste rankommen soll? Geht denn der hin? Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Fangen wir das Licht ein. Das Kugel läuft fleißig vor sich hin und keiner bemerkt. Mir gleich ein Flächenbrand. Also die Kiste da hinten wäre mir jetzt eigentlich ziemlich egal, aber ich würde ganz gerne wissen, was da rechts in dem Gang da drin ist. Sophia, hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein, nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht, weil er zu alt ist. Vielleicht. Oh, nee, das ist keine gute Idee.
noch mehr. Ach so, hier sollte man hin. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. So halt etwas Gras zu verbrennen. Das sieht er gar nicht. Das sieht er gar nicht. Aber mich sieht er mich? Auch nicht. Du riskierst ziemlich viel für Leute, die du kaum kennst, Sophia. Du weißt, das musst du nicht. Ich schulde euch was. Außerdem ist das alles einfach viel zu spannend. Na gut, aber bleiben wir vorsichtig. Keine Soldaten im Heiligtum, verstanden? Kapiert! Das wäre ja ein Sakrileg. Der Sohn braucht Ruhe, keine Waffen. Die Frage ist wirklich, wo wir da jetzt überhaupt hin müssen. Also da patrouilliert einer und der hat ziemlich schwere Rüstung und eine ziemlich unschöne Waffe. Das brennt schnell. Hm? Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Los, es funktioniert. Eine Kiste? Nichts. Na oh, gut. Oh, 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 oh. Warte. Es geht. Vergiss es. Neu. Es ist aber kein normaler Traum. Später. Ich glaube, ich habe was gehört. War wohl doch nichts. Und der guckt doch jetzt eigentlich auch nur Richtung den Wagen da oben. Das sind die da vorbei. Moment mal, müsste doch eigentlich jetzt schon durchkommen, oder? Also gut, es ist fast soweit. Ich sperre das Tor ab. Das Heiligtum darf nur von den Auserwählten betreten werden. So viel zu unserem Besuch. Wie die Stimme der Mutter den Sohn erreichen? Nein, nein, wir waren so nah dran. Da hinten ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt auch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir's. So, wie kriege ich den jetzt abgelenkt noch? Oder sieht er mich auch gar nicht? Was ist das? Kontrolliere ich lieber mal. Nein! Verflixt. Ich musste es versuchen. Man könnte auch immer meinen, der Blick
Kann ich das Feuer da anzünden? Hat sich da gerade was bewegt? Mal nachsehen. Gut. Falscher Alarm. Außerdem hast du jetzt ein Feuerchen. Was war das? Oh, oh. Nein! Verflixt. Okay, also ich kann da, glaube ich, in einem Zug durch, wenn ich das Glück gut mache. Oder ich könnte nach oben. Er sieht mich ja. Er kann mich ja eh eigentlich nicht sehen. Ich bin ja in seinem Rücken. Eigentlich ja ganz einfach. Also hatten wir schon deutlich schwierigere Stellen im Spiel. Wir schaffen es, Freunde. Wir sind gleich da. Ja. Wie geht's dir, Hugo? Ein bisschen komisch, aber gut. Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spüre es auch. Und ich vertraue euch beiden. Dann mal an die Arbeit. 30. Das nächste, was wir mindestens bräuchten, wäre 65 für das Alchemie. Oder eben 80 oder 90. Wie weit kommen wir denn dann noch hoch? Ach so. Ah doch, Moment mal, da geht's noch hoch. Ach man, wenn man da immer wüsste, wo hier optional ist und wo quasi wirklich das Spiel weitergeht. Hört her! Es ist fast soweit! Versammelt euch bitte! Der Graf und die Gräfin! Stopp mal, wir kommen wohl rechtzeitig. Wir kommen gleich rechtzeitig, Sekunde. Sekunde, Sekunde. Erstmal will ich wissen... Kletter hoch! Ja! Ich meine, das ist ja eigentlich ein Turm. Aber hier geht's auch schon wieder weg. Verschiedene Wege führen zum Heiligtum. Hugo, sieh mal. Ist sie vom Vogel? Musst du wissen. Glaube schon. Es wird ihm eine Ehre sein, wenn du sie trägst. Behalte sie, bis du ihn siehst. Ja, dann gebe ich sie ihm zurück. Schleiereule. Vorsicht, es geht runter. Aha. Noch auf einige Nachzügler. Ja, auf uns vielleicht, oder? Nachzügler, das sind wohl wir. Was sollen wir jetzt tun? Wir überlegen uns was. Freunde und Kinder, heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch. Hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix. Der Phönix. Mit seiner Asche zu vereinen. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Als Mutter. Und als Vater. Lasst uns beten, bevor wir hineingehen. Die opfern doch hier nicht Kinder, oder? Was denkt ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Hey, verkleiden wir uns?
Öffnet Herz und Geist, denn nun erzählen wir seine Geschichte. Damit sie nie in Vergessenheit gerät. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja, los. Wo sind Sophia hin? Wow. Amicia, sieh mal da oben. Das Symbol des Ordens. Dieser Ort gehört also ihnen? Vor langer Zeit kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen, seiner Freude. Ausgerechnet Lacuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung, der Entfaltung. Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt. Ein Kind auf einem Thron, in einem Ordenstempel. Das ist er, der Sohn der Glutasche. Nehmt neben uns Platz. Guck mal, das Bild. Das ist der Träger der Makula. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Knie bitte nieder. Das Böse fand den Sohn in eben jenen Hallen. Es zehrte von seiner Flamme, schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinahe vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Er wurde vergessen, doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Ihr, eure Köpfe sind geneigt. Diese Demut ehrt euch. Ihr werdet seine Flamme durch die dunkelste Stunde führen. Nehmt sie. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. In der Ungewissheit. Ihr werdet durch die Augen der Mutter sehen, wie der Sohn stirbt. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Erhaltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Nehmt Platz. Was sollen wir tun? Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Ich sage, das wird hier ein Opferritual. Geht und bringt ihm das Licht. Wem? Vieles steht auf dem Spiel. Wirklich. Die Fresken, die Seuche, die denken, dass der Tod des Sohns sie ausgelöst hat. Sie wissen also nichts von der Makula? Ich glaube nicht. Sie haben alles nur anders gedeutet und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Amicia, das Wasser wird die Fackel löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual. In Abwesenheit des Lichts ertrinken. Geschafft. Es wird gleich wieder warm. Es war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Nein, ich habe Angst. Geh weiter. Ich bin bei dir. Er stirbt in den Armen seiner Tante. Das Böse gewinnt. Jahrhunderte vergehen. Uns erwarten Hungersnot, Krieg und Pest. Er träumt von erneutem Feuer. Mir ist kalt. Ich hab Angst. Ihr seid zurück und eure Fackel ist weg. Ihr seid nicht mehr allein. Der Sohn muss seine Mutter wiedersehen. Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergebt sie mir.
Gut gemacht. Der Sohn muss wieder aufstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Kommt. Blast auf die Flammen. Der Phönix. Es ist der Phönix. Ja, ich sehe ihn. Es ist wahr. Auch wenn der Orden dahinter steckt. Hallo, ich bin's. Sophia, kommt. Ich habe da hinten einen Durchgang entdeckt. Jetzt oder nie? Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens. Die werden merken, dass wir weg sind. Erstmal nicht, wir sehen alle gleich aus. Wohin gehen wir? Da? Ah, dadurch. Überhaupt nicht unauffällig. Und das ist der Baum, oder? Das ist unglaublich. Sehe ich auch so. Kinderthron. Er lebte hier. Der Sohn der Glutasche? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch vom Orden. Dieser Ort gehört Ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula wird ja immer besser. Die Alchemisten nennen sie das erste Übel. Hugo trug sie bereits als Baby in sich. Und sie wächst nun in ihm. Und tötet ihn? Darum geht es an diesem Ort. Die Ankunft des Trägers, der Makula. Der Orden versammelt sich um ihn, studiert ihn. Sie versuchen, die Lösung zu finden. Und die Ratten... Lass mich raten. Krieg, Tod, Krankheit... Und Hunger. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal, sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Der einzige, der für mich zählt. Basil und Elia. Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser? Oh, aus dem heilenden Teich, in deinem Traum. Es ist ein Symbol, wie Mutters Alchemiezeichnungen. Stehendes Wasser ist selten magisch. Hey, komm her. Das ist sein Thron. Und ich glaube, das ist sein Name. Basil? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her, aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Und wer ist Elia? Sieht so aus... Als ginge es noch weiter, hier hinten. Suchen wir weiter. Kommt, es warten sicher außergewöhnliche Dinge auf uns.
Ja, die warten. Beim nächsten Mal dann natürlich wieder. Denn ich denke mal, dass wir hier die Zeremonie über uns gebracht haben und dieses große Areal gefunden haben, das sollte für heute erstmal reichen als kleine Impression. Und was da hier sich noch im Tempel verbirgt, das werden wir herausfinden beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch was und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter mit der Blacktail Requiem. Tschüss!